Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber Kapital fährt sein Auto zu Schrott. Die komplette rechte Seite ist nun zerstört, aber gestört hat es ihn nicht wirklich. Denn der Berliner Rapper sagt noch in derselben Story, dass er sich halt ein neues Auto kauft. Geld hat er auf jeden Fall, dank seiner Musik, den Deals oder den Produkten, die er im Supermarkt vertreibt. Eine Person aus der Rap-Welt hatte aber dann gut zu lachen. Denn K.A., der seit Tagen nun gegen seinen alten Rap-Kumpel feuert, lacht ihn jetzt aus und ist schadenfroh. Immerhin behauptet auch Kapi in seiner Story, dass K.A. Auge gemacht hat und das aus 12.000 Kilometer von Berlin bis nach Thailand. Eine Reaktion von K.A. gab es dann auch noch direkt. Hier gibt es sein Statement. Leute, es war doch klar, dass er mich erwähnt. Ich küsse eure Augen, ja. Ich treffe ihn am meisten. Meine Wörter treffen ihn am meisten, wallah. Weil ich am meisten mit ihm zu tun hatte. Versteht ihr? Weil wir am meisten mit ihm zu tun hatten, natürlich erwähnt er genau mich. Aber muss voll der dass du sagst, ich mache Auge auf sowas, dass du verreckst im Auto und sowas, dass du ja, dass ich dich ein Auge wünsche, dass du stirbst. Ja, schäm dich. Ich muss kurz lachen. Habt ihr gerade die zweite Story von mir gesehen, wo er Drogen-Dings macht, so diese Drogentest? Ich schwöre bei Allah. Bei Allah, den Allmächtigen, dass er das schon 30 Mal gemacht hat. 30 Mal. Und wallah, 2 Tage später war er wieder im Krankenhaus wegen Drogen. Wallah. Aber ich schwöre bei Allah, ich wünsche ihm das Beste, dass er nicht mehr Drogen nimmt. Inshallah, Bruder, ich bete für dich, dass du clean wirst und dass du das nicht nimmst. Und es wird mich auch freuen, wenn du das nicht nimmst. Wallah. Ja, aber eine Frage kurz. Hat der gerade einen Alkoholtest gemacht oder hat er einen Drogentest gemacht? Das frage ich mich gerade. Das war doch ein Alkoholtest, oder? Diese reinpusten so. Hä? Drogentest geht doch mit Blut abnehmen und so. Dies, das, mit Pisse. Ja, aber wie willst du verarschen? Hör mal, bist du verrückt oder was? So, und jetzt noch was an die Polizei hier. Ich habe ja meinen Führerschein verloren 2015. Und das finde ich echt scheiße. Ja, weil ihr habt den Drogentest mit mir anders gemacht, ja. Ihr habt Blut von mir abgenommen, ja. Anstatt, dass ihr mich pusten lässt. Was soll der? Ich will mich beschweren auf jeden Fall. Ich habe nie gewusst, dass Drogentest jetzt, dass man pustet. Das will ich klären, Leute. Das ist jetzt so, und die ganzen Köpfe hier, die immer reden hier, ja, wenn du nicht über ihn redest, kennt dich keiner. Und was weiß ich, ja, soll mich keiner kennen. Erstmal, Bruder, ich pass auf euch, ich auf eure Köpfe. Also an diese ganzen hier, diesen Neider. Und er hat mich doch erwähnt. Wallah, ich wollte nicht mehr darüber reden. Ich habe gestern diese letzte Post gemacht mit Ashraf. Und dann habe ich gesagt, jetzt rede ich nicht mehr darüber. Auf Köpfe. Will ich nicht mehr. Aber er hat mich doch erwähnt. Er hat mich doch voll bombardiert. Schickt mir seine Stories und wollt, dass ich unbedingt was rede. Ihr wollt doch Fitna. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, welches Auto wird Kapital sich besorgen? Und was denkt ihr über das Statement von K.A.? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.